Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Play Far Cry 5. Wir sind hier am Yachthafen immer noch, wo wir letztes Mal die Peggys besiegt und das Gebiet für uns gewinnen konnten. Und ich habe mir schon einen neuen Wegpunkt gesetzt, ihr werdet gleich sehen. Wovon ich rede. Das ist Jacobs Region. Tabulator. Ist das? Ja, tatsächlich. Das ist schon Jake. Jacob, meine ich. Okay, dann machen wir das vielleicht lieber noch nicht. Ist das Ragnar, der Schreckliche? Was? Fangen die Einzelheiten, die Fische. Wann habe ich die denn bekommen? Sherry Woodhouse. Okay, dann machen wir vielleicht doch lieber was anderes. Nebenmission. Ah, okay. Guy Marvel. Ahoi, hier ist Sharky. Wir veranstalten eine Dr. Charles Lindsay. Was haben wir denn so an Missionen noch da? Die Feuerzeuge, die Comics, die Schreine. Fisch fangen, die Trucks. Bringe Pflanzen zu Tweak. Scheune, zerstört die Trucks. Okay. Haben wir hier noch irgendwo einen Außenposten, den wir befreien können? Hier ist noch ein Außenposten. Das Sacred Skies Jugendlager. Sonst noch irgendwo einen? Nee, hier drüben ist alles gut. Das ist der Judge Elch, genau. Das ist immer noch nicht weggegangen. Die Region, die haben wir halt noch gar nicht. Die Sünden des Vaters, das Barrensee-Gewerk, den Trailerpark im Silverlake. Na komm, dann machen wir jetzt die hier und dann suchen wir uns was Neues. Wo müssen wir dazu hin? Diese Berge gehören Eli und seiner Whitehill-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade. Hier wäre halt Klatsch Nixon gewesen. Ich will dich drücken, mal Escape. Elche. Okay. Was ist jetzt mit der Mission hier? Hanbend River? Ha. Huh. So, und wisst ihr was? Wo sind wir denn gerade? Hier. Ist hier irgendwo noch was man einsammeln kann? Da oben waren wir schon. Dann. Ja, komm, dann befreien wir jetzt den Außenposten hier.
So. Die Richtung. Nein. Sehen wir denn von hier schon was? Wo haben wir denn sonst noch jemanden? Sehen wir schon was? Ne? Ist noch zu weit weg, oder? Ne, da ist er. Da sind zwei. Warum sind die nicht auf einmal lang gegangen? Nice. Aber haben sie mich jetzt entdeckt oder nicht? Unentdeckt. Okay. Gut. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich kenne kaum einen von hier, der als Kind nicht mindestens einen Sommer im Sacred Skies Ferienlager war. Ist eine ziemlich altmodische Anlage. Und dann kam Eden's Gate und verwandelte alles in ein einziges Horrorhaus. Aber wenigstens kann die Sekte hier keine Drogen mehr herstellen. Danke, Rookie. Starte Feindbeschuss! Ups. Ist wer da draußen? Nein.
August 2009. Alana. Ich kam als kleines Kind hierher und es war schrecklich. Die Kinder im Camp tranken Alkohol, wenn die Betreuer nicht hinschauten. Jeden Tag wurden Kinder bedroht und verdroschen. Ich schwöre es dir, es gibt niemanden, der bösartiger ist als Kinder. Aber jetzt, ich habe mich noch nie im Leben so willkommen gefühlt, so geschätzt für das, was ich bin. Es ist eine Jugendgruppe namens Eden's Gate. Es gibt keinen anderen anderen Ort auf Erden wie diesen. Komm, schließ dich uns an. Wir werden wieder zusammen wie Kinder im Camp sein. Schreib mir bald, Ian. Oder Lon, kleingeschrieben. Wie soll ich Ihnen nur danken, Mister? Das schaffe ich nicht allein. Gott verdammt, ein Puma? Das gibt's doch nicht. Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen, aber die kamen nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Nein. Nein, nein, nein. Judge Puma, nein, danke. Hups. Habe ich wohl aus Versehen einen Molotov-Cocktail in die Blitzpflanzen geworfen. Das ist auch blöd jetzt, ne? Feuer. Was ist das denn jetzt? Was war das? Wer ist da? Aha. Na gut. Drück mal auf Escape. Ich bin es noch so gewöhnt von Red Dead Redemption. So. Ah, hier hat es einen Hubschrauberlandplatz, das ist cool. Verwalterhütte. Wir könnten. Den Comic hier noch einsammeln. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier eine kleine Tour. Wir sammeln den Comic, das Feuerzeug und den Comic ein. Und dann, boah. Dann kümmern wir uns um eine neue Hauptmission. So, jetzt machen wir eine schöne Wandertour. Pumas. Yeah, geil.
Bison, Alter. Das ist mir scheißegal. Uns fehlen wirklich nicht mehr viele Widerstandspunkte, bis wir bei Faith sind oder bis wir den Endkampf gegen Faith antreten. Und ich gehe davon aus, dass wir das in dieser Aufnahmesession noch anfangen. An den Verantwortlichen. Vielen Dank, dass Sie sich um meine Beschwerde bezüglich des Lärms von Eden's Gate Baustelle kümmern. Von der. Okay. Einer Ihrer Vertreter, ich glaube, sie ist Faith, sicher bin ich mir nicht, kam vorbei und meinte, sie würde mit den Bauarbeitern an der Statue sprechen. Sie sagte sogar, sie würde vorbeikommen und sich persönlich entschuldigen. Auch wenn wir in einigen philosophischen Fragen nicht einer Meinung sind, ist es nett, so anscheinige Nachbarn zu haben. Ich freue mich darauf, das Problem freundschaftlich aus der Welt zu schaffen. Jasmine Jan. Ja. Man sieht ja, wie freundschaftlich das hier gelöst wurde. Oh, ein Außenposten. Muss nachladen. Deck mich. Ach nee, das ist so ein... Hey Kumpel, immer noch da, hm? Danke für die... Echt jetzt? Immer noch nicht ganz, ne? Du musst den Vater... Du hast John Seed getötet? Ich wünschte, das könnte ich auch mit Faith machen. Ich wäre lieber ein Hammer als ein Nagel. Aha, Mann! So, wir schnappen uns jetzt einfach einen von den Karren hier. Puma! Oh shit. Führe
derzeit echt Gold wert. Manchmal höre ich Faith lachen. Brent, wir hauen ab, vergiss den Bunker. Eden's Gate weiß genau, wo wir sind. Die Sekte wollte mich nun schon zum dritten Mal rekrutieren. Und wieder sollte ich einen ihrer Flieger fliegen und Zivilisten ins Visier nehmen. Sie deuteten sogar ein Problem mit den Gesetzeshütern an. Diesmal wollen sie mich im Gegenzug für deine Sicherheit zum Beitritt zwingen, unter der Voraussetzung, dass du auch bei ihnen mitmachst und kooperierst. Das darf nicht so weitergehen. Wir können uns immer noch auf den nächsten Weltkrieg vorbereiten, nur eben nicht hier. Dein Superman, Travis. Aber noch schlimmer ist es, wenn ich die Worte des Vaters im Kopf habe. Alles klar? Hier? Musik beruhigt die Angels. Sie macht ihren Zustand erträglich und verhindert, dass sie gewalttätig werden. Sir, das finde ich nicht lustig. Hey, mein Kind, falls mir was zustehst, will ich, dass du dir mein altes Feuerzeug schnappst und dich auf die Suche nach Old Red machst. Er wird wissen, was zu tun ist. Wir waren zusammen in Vietnam. Wenn du in seiner Nähe bleibst, kann dir nichts passieren. Ich liebe dich, Gramps. Der Opa. Okay. Ah, den machen wir natürlich kaputt. Die Richtung. Wenn wir jetzt den Schrein auch noch kaputt machen, der dürfte 100 Punkte geben. So wie der letzte auch. Dann haben wir... Dann fehlen noch 75 Punkte, bis wir gegen Faith, 25 Punkte, bis wir gegen Faith kämpfen können. Oh, ich kann nicht mehr reden, ey. Ich kann das Ziel sehen. Gar nicht wahr. Lüg nicht so. Wenn man diesen Zettel findet, passt besser gut auf. In dieser Gegend gibt es Angels, hirntote Leute, die sich durch kaum was aufhalten lassen. Wenn sie dir am Arsch kleben, dann denkt nur an ein Wort, Kopfschuss. Das ist so ziemlich das Einzige, was sie umnietet. Gib da draußen noch die 8. Warte mal, da oben sieht man doch schon das Dach des Schreins. Können wir jetzt so weit, kann ich jetzt so weit zurücklaufen, dass ich von hier aus mit dem Scharfschützengewehr den Schrein erschießen kann? Das wäre halt cool. Das scheint nicht zu funktionieren. Na gut. Wie, drumrum, ne? Oh.
Der Bär ist da hinten. Jetzt ist der Bär nicht mehr da hinten. Okay, ich habe das Gefühl, wir sollten noch irgendwie Munition auffüllen, bevor wir uns an irgendwas Hauptmissionmäßiges wagen. Ich würde hier gerne noch den Comic einsammeln und dann irgendwo schnell hinreißen. Da ist auch noch ein Schrein, okay. Also ich würde ja dann hierher kurz reisen und dann können wir nochmal hierher reisen. Oder hierher und dann rüberlaufen. Das wäre so der Plan. Danke sehr. Ah. Na los, Brian, wie viel Anreize brauchst du denn noch? Die Leute machen keine Scherze, wenn sie sagen, dass dieser Stör 200 Jahre alt ist. Der wiegt bestimmt eine Tonne. Wir kommen damit in die Medien. Du wolltest Skylar doch schon immer beim Fischen übertrumpfen, oder? Das wird der Fang deiner Träume. Ich habe alles an Ausrüstung. Ich brauche nur noch einen starken Mann wie dich, um diesen Brocken aus dem Wasser zu ziehen. Komm nach Hope County. Die Reise wird sich lohnen. Ja, bleib lieber weg. So. Vielleicht klappt es noch ganz schnell. Aber ich glaube, wir sind gerade direkt in die nächste Hauptmission reingestolpert. Wo ist der Waffendude? Hier. So, Munition. Einmal auffüllen. Ja. Das war knapp. Willkommen im Bliss. Schon wieder.